meistgespielten Menschen erreichte 5 Sterne Deluxe. Na, Ben. Na? Wie geht's? Hi. Ja, gut geht's. Mensch. Morgen. Schön, hier zu sein. Ey, du hast ja ein Mikro an der Kappe. Ja, es ist okay. Schlecht verlegt worden. Wo ist denn der Vierte? Ach ja, der Vierte. Cool, Mann. Hey. Bring mal Stühle rein. Cool, Mann. Stühle für die Kollegen. Bist du? Ey, Mario. Cool, Mann. Mario. Mario. Hey. Hey. Margot. Lass die Frau da in Ruhe. Margot. Mario, wo bist du? Habt ihr ihn? Oh, er ist gar nicht da. Wie heißt der? Mario? Cool, Mario. Guck mal, wo bist du denn? Ach, den gar nicht mitgebracht? Nee. Hab ich nicht eben Tieten gesehen? Der Sau. Ja, ja, der war kurz da. Ja, naja, Pech gehabt. So, was aber hier? Ist das nicht euer neues Album? Nein, exakt. So, das ist es. Ja? Es heißt? Na, wie heißt es? Na? 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 Silium? Ah. Ja, zieh mir die Ohren auf. Bitte sehr. Weil ja heute Ostern ist. Es heißt Silium und ist das immer noch die aktuelle Single? Willst du mit mir gehen? Mhm. Stell dich nochmal vor, du bist? Magnesium. Magnesium, du bist? Ich bin Toni Thonsen. Und du bist? Na? Boah. Ich habe mich vorgestellt. Die Frisur, die du hast, ist ja sehr spektakulär, weißt du? Muss man ganz mal zeigen. Ja? Das ist die extremste Form von Fukuhila. Moment, darf ich einmal klären? Doch, guck mal bitte hier. Ist das nicht auch der aktuelle Trend aus London, Bo? Moment, ganz ruhig. Mein Name ist Hugo Bo. Ja, das ist so. Ach so, warte mal. Nix, kein Lacher. Doch, das ist schon klar. Nein, kein Lacher, kein Ding. Ich bin Hugo, Alter. Ich bin normaler Hugo. Und so sehe ich aus. Ja? Ja. Oh, sehr gut. Ich stehe dazu. Danke, Mark. Kein Ding. Wo ist denn euer 5. Kollege? Tja. Wo ist er eigentlich? Wie heißt er noch? Mario. Mario Kuhlmann. Ja. Wir grüßen dich. Schade, dass du heute nicht da bist. Wir werden das Ding schon schaukeln. Wir kümmern uns um den Kollegen schon. Okay. Er ist in Hamburg geblieben. Wir müssen unsere nächste LP aufnehmen. Ich muss die? Nee, ich. Ach so, du musst die? Mhm. Warum? Ja, weil er Mario in Hamburg ist. Ach so. Geblieben. Da kommt er richtig mit euch immer ein lustiges Gespräch auf. Das habe ich schon beim letzten Mal bemerkt. Oh, wollen wir mal ein Video von euch gucken? Nee. Welches denn? Gar keins. Gar keins? Okay. Ja. Fragen stellen. Irgendwie eine Frage, wo wir... Was ist denn in euren Texten? Ja, eine ordentliche Frage. Ja. Wieso? Da kann man doch mal fragen, worum es in euren Texten geht. Welchen meinst du? Wir haben so viele. Zum Beispiel die bei... Sind auch alle so unterschiedlich. Das ist so heftig. Ja, zum Beispiel bei Sterne Deluxe. Worum geht's das ist halt so ein klassischer Breaking and Boasting Style. Das ist halt diese Hip-Hop-Dinger. Das ist halt so sagen, wer man ist und das halt vielleicht noch ein bisschen... übertreiben, also aber auch nicht unbedingt, nee, nicht unbedingt angeben, aber der Realität, nah sein, ist eine ganz aber andere Frage. Diese doch andere etwas Leute verändern beschimpfen, macht ihr aber nicht, oder? Gänzen. Hast du das überhaupt gehört schon? Was? Das Album? Nee, kann ich ja nicht. Hast du ja gerade. Warum stellst du denn Fragen? Ja, deswegen, weil ich es noch nicht gehört habe. Wenn ich es gehört habe, bräuchte ich ja keine Fragen zu stellen. Ach so. Oh, ja? Mann. Deswegen seid ihr ja auch hier, um unseren pädagogisch nach pädagogischen Weisheiten lächzen im Publikum eine Botschaft rüberzubringen. Jedes Lied auf unserem neuen Album. Silium heißt, das seit 30. im Laden ist und das richtig geil abgeht von 0 auf 23 in den deutschen Charts. Da sollen wir jedes Stück erklären? Das geht nicht, weil die sind so unterschiedlich, dass ihr denkt, das sind verschiedene Typen. Es sind 14 Lieder drauf, wir sind 4 Typen, dann hat man eine Gesamtsumme von 56. Ja, das sind 56 verschiedene Charaktere drauf, denkt ihr. Oh. Aber es sind 4 Typen. Ich glaube, Stefan hat jetzt eine Frage. Ach so, ja, deswegen. Ich habe nur probiert, die Zeit zu überbrücken. Ja. Nee, jetzt weiß ich auch schon alles. Jetzt ist mal eigentlich schon fast fertig. Okay. Ja, sag mal, um was geht es denn? Elvis, hier, das ist schön. Ach so, Elvis, Stefan, ja genau. Elvis hat wieder, Gott sei Dank, Elvis hat wieder schöne Sachen erlebt, ja. Und die erklärt er euch jetzt. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, hop, mama, loo, mama, la, bam, boom. Zu Ostern, das macht tierisch Spaß, da mach ich gerne Bräute nass. Und zu des Tages großer Feier bemalen sie dann meine Eier. Und während sie so lustig kritzeln, fängt es bei mir an zu kitzeln. Da lieg ich dann auf meiner Matte mit einer riesen Hasenlatte. Und denke mir, wie schön es wär, hätt ich Verona Feldbusch hier. Wieso ein Verona Feldbusch?
dumm fickt gut. Und die Moral von der Geschichte gibt es nicht. Oh, mabalu, mabalu, bam, boom. Jawohl, das war's wieder. Och Mann. Leute, ja. Wir haben gerade was festgestellt. Ja, wir haben es gerade. Stefan ist satt. Der Typ hat. Der hat Sticker, der will nichts mehr. Wir brauchen gar nicht mehr irgendwas reden. Stefan ist satt. Der hat Viva satt, der hat das ganze verdammte scheiß Fernsehen satt. So. Sitzt hier nur noch auf Wilson. Eure neue Single, wie heißt denn die? Willst du mit mir gehen? Ja, den kenne ich doch. Und die ist doch nicht mehr neu. Hast du das Video gesehen? Ja, natürlich. Was war da drin? In dem Video kann ich dir gleich sagen. Und zwar lauft ihr da auf diesen Tretmaschinen. Das ist heftig, das stimmt. Auf diesen Maschinen. Sind das etwa die G-Maschinen? Ja, genau, auf diesen G-Maschinen. Und es ist so ein bisschen, hat ein bisschen was von so. Ich hab's wieder vergessen. Aber Movie, ich kenn's aber. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Ja. Und da habe ich zu meiner Freundin auch mal gesagt, haben wir das Lied gesehen? Und dann haben wir gedacht, ja, lass uns doch mal hier zusammen gehen. Oder hier, oder? Ich habe mir vorher verstanden, willst du mit mir gehen? Ja. Hey, du hast aufgepasst. Ja. Aber er hat es wahrscheinlich nicht verstanden. Er hat es nur als Witz versucht zu sagen. Aber was mir gut gefallen hat, ist, lass die Sonne rein von euch. Danke. Ach nee, Moment, das waren die Fantastischen Vier, warte mal. Wieso? Lass die Sonne rein, lass die Sonne rein. Jetzt fällt es mir gleich wieder ein. Komm. Markus, sag mal. Eben habe ich schon gesagt. Nordisch by Nature. Nee, das ist doch gar nicht von denen. Das Nordisch by Nature ist doch von Basis. Das ist anstrengend. Nee, sag mal, warte mal, ich kann mich doch mal vertun. Nein, ich kann mich doch mal vertun. Nein, also, das ist zu heftig. Diese eine Nummer, die mir besonders gut gefällt. Stefan, das ist ja nett. Lass uns mal zusammen unterhalten. Du musst doch auch den Style checken, wir sind doch keine Behinderten. Nein, lass mich doch mal was komm, sagen. Lass doch Stefan mal die lass Frage mich doch mal fragen. Jetzt die Frage fragen. Lass sie doch mal die Frage lass mich fragen. Doch mal die er Frage hat jetzt eine Frage. Ja. Er hat jetzt eine Frage. So. Komm. Ihr seid ja, komm, ihr seid Stefan, ja Vertreter. Du schaffst es. Ja, ich versuche ja gerade. Wir sind Künstler. Naja, lass mich doch den Satz mal so ausformulieren. Jetzt, komm, Stefan, natürlich seid ihr nicht Vertreter. Ihr seid, Vertreter des, wie sagt man, des. Na, komm, komm, Stefan. Des amüsanten Hip-Hops. Nix. Ihr seid nicht so böse wie alle anderen. Wir können genauso dumm sein und böse wie alle anderen. Aber wir haben halt Lebensemotionen. Wir gehen halt ab und freuen uns über das Leben. Ja, das ist merkt man. Ja. Das merkt so man. Quatsch da. Ich verstehe den ganzen Scheiß nicht. Was soll denn? Achso, wir müssen wieder ein Video gucken. Warte Nein. mal. Wir sind gleich wieder da mit 5 Sterne Royal. Lass uns bitte eine Und dann, Frage dann kriegt ihr eine Information, die ihr noch nie über 5 Sterne Royal kurz bekommen habt. Lass Marc bitte noch mal. Bis gleich. Das wir schauen jetzt mal ein Video. Ja. Beautiful puppy girl. Das war ungeprobt. Das muss man sich mal vorstellen. Was war das? Wir haben's drauf. Ach so, Halbplayback jetzt, ja? 5 Sterne Deluxe zum Halbplayback und die aktuelle Single. Willst du mit mir gehen? Corinna 14, Markus 15, das erste Mal traf, dachte sie nur, wow, ist der scharf. Und fragte gleich in ihrer Clique, ob ihn jemand kenne. Und wegen, dass sie jemand Namen und oder Alter nenne. Sah ein Tag später in der Schule, sah sie ihn, während sie quasi ihn observierte. Und ob das Oppenab werden würde, wird sich zeigen. Als er die 9a betrat und wie der Zufall spielte, kannte Corinna Steffi aus derselben Klasse. Steffi kannte Stefan. Und Stefan kannte Markus, war gut mit ihm befreundet. Na toll, doch wie kommen Corinna und Markus jetzt zusammen? Sie entscheidet sich für das Partyprogramm. Nach 2 Wochen Planung wurde langsam klar, Corinna macht eine Party und alle sind sie da. Markus kommt mit Stefan, denn Steffi lädt sie ein. Der Höhepunkt des Abends, Markus bricht ein Bein. Corinna macht sich Sorgen, Stefan lacht ihn aus. Corinna und ihr Vater bringen Markus ins Krankenhaus. Eine Viertelstunde Fahrt reichte zum Verlegen. Und so statt nach 3 Tagen auf Markus Gips geschrieben. Und jetzt ihr. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen?
Alle geht geil ab, die geht geil ab. Alle jetzt halt die Kacke weg, ihr seid so geil. Ihr seid ein geiles Publikum, danke. Danke, ihr seid so ein gutes Publikum. Danke, danke. Ah. Carsten war pünktlich und macht bei seiner Arbeit und war bereit für seinen Auftrag. Der Chef rief ihn rein, sagte Sitz und Carsten saß. Herr Bölz war fett, ein Halbglas mit dem Auge aufs Glas. Er behandelte Carsten sehr schlecht, verstand nie, was er wollte. Carsten hingegen machte immer, was er sollte. Der Chef erzählte ihm von der Kunde, von wegen der Emanze. Carsten war das Wurst, denn er sah sie als Chance. Hinein in die Freiheit und weg vom Chef. Claudia hingegen war einsam. Sie sah gut aus, doch sie wusste es nicht. Sie ging kaum raus und sie sah nie das Licht. Das sind 5 Sterne Deluxe, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, das ist die aktuelle CD. Das musste einfach. Und das auch. Tschüss!